Jo, Mann, neuer Alex ist wieder am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Gaming-Video. Heute kommt eine neue Folge der FIFA 18 Trainerkarriere mit Sturm Graz. Jawohl. Das erste Euroleague-Spiel steht dann gegen Arsenal. Wir werden heute zwei Euroleague-Spiele machen. Leider kein Liga-Spielen. Also, spielen, so meine ich. Machen wir. Simulieren werden. Arsenal und SC Freiburg spielen und diese zwei simulieren. Aber das werden wir in dieser Folge machen. Bis Ende September. Na, schauen wir mal. Der Ausfall da, das tut immer noch weh. Habe jetzt schon etwas verdaut, aber das von aller 7 Monate. Nicht irgendwie ein paar Wochen, 7 verdammte Monate. Aber dafür ist er bald wieder zurück. Wir schonen ihn heute mal. Wir werden wahrscheinlich im zweiten Champions League Spiel dann wieder fit sein. Wenn wir uns die Fitter hier anschauen, natürlich. Ja, fit. Dias haben wir dafür. Den Gott nicht so stark, aber ein junger 18-jähriger Nachwuchstalent. Den geht, der kann uns schon noch weiterbringen. Helfen. Ist gut, jetzt ist gut. Das ist gut. Gegen Arsenal, das wird natürlich ein Top-Spiel. Wir sind natürlich Außenseiter, das ist mir auch klar. Wir haben auch in dieser Europa League eigentlich nicht unbedingt ein Ziel. Wir wollen 6 gute Spiele zeigen, dass wir am Ende des Tages, auch wenn wir verlieren, trotzdem zufrieden sein können mit unserer Leistung. Und dann weiterkommen ist natürlich nicht unser Ziel. Das wäre in dieser Gruppe fast denke der dritte Platz. Das kann natürlich nicht weiterkommen in der Europa League natürlich. Aber ich denke, der dritte Platz ist erreichbar, weil Arsenal ist wahrscheinlich klar, ja, ist vorne. Und auch Freiburg ist stärker als das Spiel immerhin in der Bundesliga. Mit dem Sparta Prag ist sicher noch einer. Das ist das wichtige Spiel. Gegen diese zwei Spiele gewinnen. Dann denke ich, können wir den dritten Platz wiederholen. Aber wir werden sehen. Das ist einfach für uns das Highlight, sagen wir mal. Die Spiele gegen diese Teams sind einfach für uns ein Highlight. Statt einfach, aber jetzt mal, Anführungszeichen immer diese Liga gegen fast immer 4 Mal in der Saison. Jetzt mal so gegen die gleichen Teams mit Anführungszeichen. Kann man einfach eine Abwechslung haben und gegen Top-Teams von Europa spielen. Und Arsenal könnte sogar Champions League spielen, also ich denke. Wir haben starke Spieler drin. Also. Wie wir gesehen haben, Bakeloys. Oh, die haben oben wieder auch noch. Oh, je, je, je. Da ist noch ein Berg. Dortmund. Dortmund. Genau, da haben wir noch Dortmund. Chaka. Neni. Bellerin, Golazin. Der Beta Tschech nicht in der Stadt, was bin denn dafür? Der ist der kleine Mann. Natürlich Außenseiter unser Stärkste ist, das ist unser Stärkste. Ja, komm, wir haben schon mit der 71, aber hier ist wahrscheinlich die 90 oder was ich. Ja. Aber. Haben wir wenig zu verlieren. Wir können ein Spiel machen. Sie müssen etwas machen. Ein gutes Spiel zeigen. Wir wollen einfach nicht Spiel zeigen, nicht unnötige Tore kassieren. Also wenn wir Tore kassieren, dann durch gut ausgespielt, aber nicht so irgendwie ein dummer Fehler hinten oder so. Das ist natürlich ein Pech, weil das kann gegen jede Mannschaft nicht passieren. Das ist natürlich dann
blöde, wenn man spielt und gegen Top-Team nur wegen so langen dummen Fehler verliert. Da kann man nicht sagen, ja, vielleicht, wenn mich so ein Fehler nicht passiert wäre, hätten wir vielleicht etwas holen können. Ich denke, das Spiel wird wahrscheinlich schon eher unserer Prozess sein. Schon wieder ein Versuch, etwas vorne zu spielen, schon wieder unterbrochen. Aber wir wollen auch etwas verschärfen und eben solches meine ich gerade, genau solches. Bottich. Geklappt. Ah, es geht niemand. Komm jetzt. Ja, es geht doch. Was? Oh, es geht für mich. Es geht alle in dieser kleine Wand, die das machen. Das gibt's doch nicht. Nach dieser Wand. Geht alleine und wir haben die erste verwendenswerte Chance. Und sie gleich unglaublich, wie frei der einfach da steht. Der Vanilla von Manchester City. Genau, da kennt natürlich die Basel. Die Zubauerbahn kennt natürlich die Premier League. Konnte hier in der österreichischen Bundesliga zum Stammplatz machen und hatte ich auch Freude, wenn natürlich Europa League spielen kann. Ja, schon wieder. Nummer 10 natürlich. Ah, was ist das so optimistisch? Wie sieht im Kopf an, war der? Nein. Das ist eine Überzeugung. Wir führen im Etihad Stadium. Gerne. Emirates Stadion, sorry. Emirates Stadion, wollte ich sagen. Gegen Arsenal, mit 1 zu 0. Und sind bis jetzt nicht viel schlechter. Ist egal, die Chancen wären natürlich besser, weil sie haben keine Chance gehabt. Wie kein Nennenswert, wo man wirklich eine Chance haben könnte. Das ist mal die erste Chance, von Arsenal. Das fügt euch zu einem Eckball. Ei, hier eine zweite. Jetzt. Ah! Das ist natürlich ein Pech. Ah, mir keine Chance, das ist nicht. Wir konnten 13 Minuten, 13 Minuten in der Zeit spielen. 13 Minuten. Und wir sind eine halbe Stunde, sind wir nicht am Verlieren in Arsenal. Das können wir schon sagen. Ich denke, wenn wir schon mit einem 1:1 und einem Unentschieden gehen können, das wäre schon ein riesen Erfolg. Das wäre fast schon das Spiel gewonnen. Und das wäre schon ein Riesenerfolg. Da muss ich aufpassen. Sie kommen jetzt langsam. Jetzt haben wir. Wir müssen hier etwas nach vorne spielen. Jetzt haben wir etwas. Jetzt sind wir etwas nach hinten gegangen. Das sieht ziemlich aus. Yes. Das macht dann wahrscheinlich ein Riesenspiel im Anfeld auch. Mal schauen, was macht nicht mehr da. Er macht einfach nicht mehr da. Yes. Das gibt es doch nicht. Und wieder die Führung.
schon wieder die. Den Pfosten. An dem Pfosten geht er mal noch. Zwei zu eins. Hei, hei, hei. Zwei gute Chancen, und wir nutzen sie. Es gibt da was nicht. Heieieiei. Nein, ich hoffe nicht auf das falsch finde ich. Ah, wollen weitermachen, wollen weitermachen. Ah ja, schön schon da. Puh, was für ein Standing Ovation. Von unseren mitgereisten Fans nach England. Die Flugzeuge oder vielleicht sogar auf dem Auto, aber wir sind ja wahrscheinlich mit dem Flugzeug. Gehen mit einer Führung. Das ist unglaublich. Das gibt doch gegen Arsenal. Nicht gegen einen normalen Ball gegen Arsenal. Das ist ja fast schon ein Spannungswunder. An alle aufgenommen, aber dann sind wir am Posten. Positiv von 2 zu 1 und ja, ciao! Nächster Schuss. Aber Schuss. Aber Schuss. Hi. Das ist ein Schuss. Und da haben wir mehr Schuss. Jetzt langsam setzt, jetzt haben wir die Schiffe an uns genommen. Ah. Chance im Laufe der Ausbildung wieder. Wieder mal eine Chance. Hi. Hi! Oh, jetzt kommt der Ball wieder an. Ja, jetzt müssen wir. Das geht natürlich nicht mehr. Oh, da war gleich das Tor. Was für ein frecher Ball. Was für ein frecher Ball. Ja. Also wir dürfen zufrieden sein. Das ist das, was ich erwartet habe. Das ist also fast sogar mehr, als ich erwartet habe. Ich hätte nicht gedacht, habe ich erwartet, dass wir hier zweimal gegen was in die Führung gehen. Dennoch habe ich mal 67 Minuten lang die bessere Mannschaft sind. Sogar noch mehr. Wir haben jetzt drei Viertel der Partie sind wie die bessere Mannschaft. Hätte ich nicht erst nicht erwartet und auch nicht. Nicht das Ziel genommen. Und wenn wir hier noch was mitnehmen, wenn wir hier aus England was mitnehmen, das ist natürlich schon ein großes Problem.
geht schon wieder rein. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Er geht schon wieder rein. Eieieiei. Wir haben nicht so gehabt, wir haben schon ein paar Schüsse gehabt, aber wir haben zwei Schüsse gehabt. Von da und dann. Da sind auch blöde Tore, das sind auch blöde Tore, das stimmt. Wirklich. Wir können. Wir werden zu 95% irgendwas. Ein Punkt benehmen. Der Ramsey liegt am Boden. Was war das? Foul. Hi. Mensch. Und ist doch verletzt nicht. Zittli. Wir stellen hier voll um. Nein. Der schon. Ha! Ich nehme den. Ha! Da haben wir ihn. Der kommt zurück, auch der kommt zurück. So, jetzt bald schnell in Dias. Und dann den Schaum. Da werde ich ja auch noch vorne gehen, aber sonst. Die Stelle stehen wir jetzt hinten rein. Den ist da wirklich hinten rein und gehen nur noch auf Konter. Oh. Riesrücks, nach wir den Favoriten dieser Gruppe. Gehen wir jetzt mal Außenseiter. Wenn du dir eigentlich so europäisch keine Fahnen hat, dann auch eine Spielerstärke hat, dass ich niemand auf dem Niveau ist. Oh! Nein! Nach vorne wahrscheinlich schon. Ja, das war vorne schon bei mir. Schon gedacht. Ich ja. Ah. Kann ich selber Zeit. Nein, das kann ich nicht glauben, das kann ich hier nicht glauben. Wir gewinnen. Nein. Eieieiei. Ich denke, wenn heute jemand auf Gras getippt hätte, einen Sieg, dann wäre es wahrscheinlich Millionär. Ein Millionär ist schon nicht geil, aber ich denke, wenn jetzt 100 Franken oder 100 Euro, ich denke, der hat Minimum 15.000 bekommen. Ich denke, es hätte fast niemand hätte auf Sturm Graz gewettet, dass sie gewinnen. Schon ein Punkt wäre schon. Was spinnst du? Oh, wir gewinnen. Das ist einfach krass. Oh, da werden noch mehr.
Verletzter Spieler. Gegen die Admira. Und auch in der. Ist echt wunderlich, dass alles weiterklappen. Und da haben wir Selbstvertrauen tanken können. Gegen die Admira zu bestehen. Das ist natürlich Pech. Nein, der 89 Minuten. Nein, der 89 Minuten. Junge, das ist immer Pech. Wieder das und die Mira hat das nicht überholt. Ein Punkt, das wäre so geil gewesen. Wir hätten den ersten Sieg überholt. Und werden immerhin noch einen Punkt geholt. Aber egal. Wer sind wir da? Wir brauchen diese Spieler. Aber natürlich auch das Spiel, das ist natürlich auch wichtig. Geht Alltag. Ginaldo. Komplett, kommt jetzt bekommt man eine Chance. Ah! Gibt's, was ist denn hier los? Genau gewonnen, ja. Oh Gott, keine Überraschung. Da war es dafür wieder keine Überraschung. Ja, wir können jetzt auch beruhigt reagieren und ich denke, die Bleibung hat uns sehr gut studiert. Und wir haben gesehen, was für eine Leistung wir. Draußen nur gezeigt haben. Aber der ist noch mehr. Da kommen wir auf die Bank. Ah ja, ein Chess gesperrt. Warum ist der andere gesperrt? Warum ist der andere gespielt? Nein, nicht der andere gespielt, nein! So ein wichtiges Spiel. Das wird das Telefonspiel ja genau. Genau er. Wo ist er, wo da? So, zwei klassische Stürmer. Um die Hand zu buch, bin ich am Hammer.
Oh, wir haben zurück. Noch andere Spieler. Ein Kader. Ich will wohl so überleben können. Was sind denn beste Freunde? Dingfäden. Baden-Württemberg. Oh, was für ein Stadt. Ja. Haben sie uns aber super beobachtet. Super, dass sie uns beobachten. Noch gut eingestellt. Das ist der Wahlangriff von Bobby Jackson bei uns. Ja gut. Dann kann man auch in eine Partie gehen. Zack. Und dann raufhauen. Und raufhauen. Keine Karte. Irgendwas stimmt vor dem Kopf. Ja. Ah! Der ist da. Ich bin noch nicht verstanden. Oh, heute wieder. Hallo, hallo so. Rumsbums. Was ist das? Das geht auch locker. Aber flockig. Offside. Schon gesehen, warum bin ich nicht ums Tor gelaufen? Jetzt, ah. Schön. Hi. So, das ist nur noch ein kleines Gekicke. Das Fußballspiel. Hinter der und hinter der.
Barbecue. Überwunden, aber mit der Möglichkeit. Ah, ich war das sind versucht, aber. Petersen und drin. Drin. Auch heute wieder führen wir. Wir gehen also wieder mit einer Führung in die Pause. Ja, gibt's doch nicht. Zwei zu eins. Na, heute haben die Fans etwas zu feiern. Und wieder ein Fest, das ist klar. Wenn wir verlieren. Schön. Aha. Gut. Hier ist das. Meine Gelegenheit. Ja, kommt jetzt. Gewechsel. Ist die Freiburg.
Handel. Paul, gerade. Hi. Jetzt. God. Schön. Nein, nicht hier, verletzt. Nein. Oh, oh Gott. Das geht raus, angeschlagen, leicht verletzt, was ich nach Vorsicht nachnahme. Kein Ding mehr rauchen.
Irländer. Ja, nicht nein. Weg und weg. Ja, was ist denn hier genug? Was geht denn da? Nein, was mache ich? Und ich habe wieder gesagt, nein, das geht nicht. Ah, hätte ich diesen Eck gar nicht weggehauen. Da geht nicht ins Tor. Ah. Leider, leider, schlussendlich. Ich werde auch noch einen Punkt holen. Aber war die bessere Mannschaft, ja, sie haben das verdient. Sie haben das verdient, die 3 Punkte wären unverdient gewesen. Und jawoll, das war's also jetzt wieder mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Alex. Ciao.